Der Season 2 Airdrop Checker für Etherfi ist jetzt live. Wir wollen uns das Ganze heute einmal im Step-by-Step-Prozess anschauen, wie ihr eure Allokation einsehen könnt und natürlich auch, wie ihr potenziell noch ein Top-Up obendrauf bekommt, wenn ihr nicht Sybil gefarmt habt, heißt mit ganz vielen verschiedenen Wallets. All das im heutigen Video. Wir starten direkt rein mit eben den News, dass der Checker live ist. Sie haben das Ganze um einen Tag verschoben und das Ganze ist heute Nacht live gegangen. Und sie sagen hier, die guten News sind, dass in diesem Season 2 Airdrop ja eigentlich keine Mindestallokation hätte sein sollen, sondern dass der Airdrop komplett linear ausgeschüttet wird. Allerdings haben sie sich dazu entschieden, eine sogenannte Top-Up-Balance von bis zu 150 EtherFi-Token für kleine Staker auszuschütten. Allerdings, um diese zusätzlichen Token zu bekommen, muss man einmal durch den Sybil-Filter. Was man dafür machen muss, zeige ich euch gleich im weiteren Schritt. Aktuell sitzt der EtherFi-Token bei 1,92 $, also rund 2 Dollar. War auch schon mal wesentlich höher hier zum Launch. Als der erste Airdrop an den Start gegangen ist, der war sehr, sehr lukrativ. Vor allem auch für kleine Staker, da es dort eben eine Mindestallokation gab und im Peak sogar auf knapp 9 Dollar hochgelaufen ist. Hier bei 8,66 $ sind wir fürs Erste ausgetoppt. Den Link zum Checker findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ihr kommt dann auf diese Seite, müsst dann einfach nur eure Wallet verbinden und seht dann direkt eure Allokation. Was hat euch für diesen Airdrop qualifiziert? Dazu schauen wir uns einmal die Eligibility Criteria an. Und zwar konnte man entweder ein sogenannter Ether-Fan-NFT-Holder sein, man konnte Solo-Staker sein, man konnte durch Referrals Punkte generieren, die einem dann einen Airdrop geben, oder eben wenn man den Liquid Restaking Token, sowohl die gerappte Version als auch die Version auf Ethereum verwendet hat, um diesen beispielsweise einfach nur auf der Wallet zu halten oder in DeFi-Pools hinterlegt hat. Und sobald ihr dann eure Wallet hier connected habt, da ich das Ganze schon gemacht habe, zeige ich euch das jetzt kurz an einem Screenshot von einem anderen User, wird so ein Fenster aufgehen und ihr seht dann eure Allokation. Und dort gibt es eben diese Base-Allokation plus das Top-Up. Und hier steht jetzt eben, wenn man nur die Base-Allokation haben möchte, weil man weiß, dass man hier Sybil gefarmt hat, dann kann man hier auf Nummer sicher gehen, einfach diese Base-Allokation einsammeln. In dem Fall hier sind das 55,2 EtherFi-Token. Wenn man aber weiß, dass man kein Sybil-Farmer war, dann kann man einfach hier unten drauf gehen auf I'm not a Sybil, I would like to claim the full amount, also die kompletten 137,8 EtherFi-Token. Dann kommt einmal kurz die Frage, auf welchen drei verschiedenen Wegen ihr euch für den EtherFi-Airdrop qualifiziert habt. In meinem Fall war das beispielsweise, weil ich den Liquid Restaking-Token auf Blast, auf Arbitrum und ich glaube auf Scroll noch gehalten habe. Ihr gebt dann dementsprechend einfach entweder die Protokolle oder die Netzwerke ein und sie werden das dann manuell für alle Personen prüfen, die eben gesagt haben, ich will die volle Menge, also inklusive Top-Up. Und dann solltet ihr, sobald dann letztendlich der Airdrop verteilt wird, eure volle Allokation einsammeln können. Wenn ihr, wie gesagt, eh nur eine, zwei, drei, vier, fünf Wallets benutzt habt, sollte das kein Problem sein. Hier geht es einfach nur darum, größere Wallet-Cluster rauszufiltern, die ihr Kapital auf viele verschiedene Wallets verteilt haben, weil sie eben auch eine Mindestallokation spekuliert haben oder jetzt auch potenziell von dieser Top-Up-Balance, die sie jetzt nachträglich hinzugefügt haben, profitieren würden. Und wenn ihr dann hier letztendlich eure Wallet verbunden habt, das Ganze auf eurer Wallet signiert, dann seht ihr eure Allokation und steht dann hier unten einfach Danke. Sie werden diese Rückmeldung jetzt prüfen und wenn ich wirklich eligible sein sollte, dann werde ich auch meine volle Allokation hier auf dieser Wallet bekommen, die bei knapp 80 EtherFi-Token ist, also 160 Dollar, die ich mit dieser Wallet hier gefarmt habe. Und das ist im Grunde auch schon der ganze Prozess. Jeder hat dann natürlich die Möglichkeit selbst zu entscheiden, sobald der Airdrop verteilt wird, ob er diesen abverkauft oder ob man potenziell für die Season 3, die bereits seit dem 1. Juli im Gange ist, diese staked, um nochmal eine Allokation zu bekommen. Season 1 war definitiv die lukrativste, vor allem für kleine Staker, da sie eben eine Mindestallokation bekommen haben. Hier in dem Fall habe ich schon viele verschiedene Social Media Posts gesehen, dass vor allem Leute, die mit größeren Bags hier gefarmt haben, selbst keinen großen Airdrop bekommen haben, weil er in dem Fall linear ausgeschüttet wurde, insgesamt rund 53 Millionen Token, die gerade eine Bewertung haben von knapp über 100 Millionen US-Dollar. Sollte es Fragen oder Unklarheiten geben, am besten zu uns auf dem Community-Discord kommen. Ansonsten, ihr findet wie gesagt den Link zum Checker in der Videobeschreibung. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos zu solchen Themen verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.